Und ich möchte ja nur einordnen, dass es unvorstellbar naiv ist zu glauben, dass man wenn man morgens eine Friedenstaube aus dem Fenster flattern lässt oder sagt, wir müssen uns an einen Tisch setzen, dass man einem solchen Massenmörder und Verbrecher wie Wladimir Putin in irgendeiner Weise auch nur imponieren könnte. Wenn der solche Aussagen also ich muss mal ganz ehrlich sagen, er schlägt sich auf die Schenkel. Und ich glaube, dass Ihre Vorstellung, die ich ja respektiere, verstehen Sie mich? Nein, Sie machen sie verächtlich, machen sie schon mal lächerlich. Es geht nicht darum, Friedenstäubchen fliegen zu lassen. Es geht darum, Druck zu machen, diplomatischen Druck. Und das werfe ich Ihnen vor, dass Sie das Eintreten für Diplomatie und Verhandlungen, das Eintreten für Diplomatie und Verhandlungen, machen Sie verächtlich. Sie machen das lächerlich.